Hallo YouTube. Moin und willkommen in der Einöde. So, wie man hier sieht, der Astra läuft, ich sitze drin. Und was passiert als nächstes? Ich lade ihn auf. Motorwäsche ist angesagt. Natürlich nicht hier. Aber es gibt da einen Platz. Da darf man das sogar. Der Tank ist leer. Na, das wird doch reichen bis auf den Hänger und wieder runter. Einige werden vielleicht mitbekommen haben, dass das Video der nächste Betrug am Kunden gerade weg ist. Und zwar folgendes. Ich bin ein bisschen sauer. Der Besitzer der Autoverwertung Nord hat mich angerufen. Die Firma Prien setzt ihn gerade unter Druck. Ein Angestellter von ihm hätte ein Video hochgeladen und da würde Rufmord betrieben werden. Wie üblich werden hier mal eben mal wieder kurz Delikte erfunden und naja, wenn man Blödsinn baut, ist das halt so. Ne? Irgendwann kommt's raus. So, und dann wurde noch erzählt, so von wegen, ja, wir wollten den Kunden ja gar nicht haben, deswegen haben wir denen einen viel zu hohen Preis mitgeteilt. Ja, Leute, der Kunde ist König. Wo ist der denn abgeblieben? Ne? Wo ist der Spruch abgeblieben, beziehungsweise der Grundsatz, der Kunde ist König? Ich wollte den Kunden nicht haben, deshalb haue ich ihm irgendeinen Preis raus und lüge ihn an über den Zustand des Fahrzeugs. So, jetzt nochmal ganz deutlich. Ich bin nicht angestellt bei der Autoverwertung Nord. Ich habe da, ne, das ist eine Mietwerkstatt im Anschluss. Also man kann da Bühnen mieten, mittlerweile nicht mehr, weil denen das auf den Nerven gegangen ist. Weil ständig gefragt wurde, was gemacht werden soll, beziehungsweise wie man das macht. Egal, ist auch nicht wichtig. Ich habe nicht für die gearbeitet, das ist ein Bekannter von mir, der Besitzer. Und ich habe da einfach nur gearbeitet. Das Auto wurde bei denen abgegeben, das ist richtig, aber ich habe das bewertet. Und ich bin nicht angestellt, ich bin kein Mitarbeiter, das ist völlig irrelevant. Aber die Leute denken immer zu kurz, immer ein Stück zu kurz. Ne? Die Reifen wären angeblich bei dem Auto rissig gewesen. Ihr habt das Video alle gesehen. Schwachsinn. Das Problem an der ganzen Sache ist, und deswegen habe ich das Video erstmal offline gestellt. Das Problem an der ganzen Sache ist, die alten Seilschaften funktionieren im Osten noch sehr, sehr, sehr gut. So, die Autoverwertung Nord, die ist in Beutzenburg. Das ist ehemalige DDR. Und wenn ich das Video jetzt nicht rausgenommen hätte, sagen wir mal so, die alten Seilschaften, da ist einer bei der Umweltbehörde, da ist der nächste bei der Gewerbeaufsicht. Ich habe das selber schon erlebt, ne? Einem Autohändler die Meinung gesagt und 4-5 Tage später stand auf einmal die Umweltbehörde hier vor Ort und siehe da, die konnte gleich wieder gehen, hier ist alles in Ordnung. Die alte Partei und die alten Seilschaften funktionieren super in der ehemaligen DDR. Kann ich ganz eindeutig bestätigen. Ja. Und deswegen habe ich das Video erstmal rausgenommen. Ich werde mal schauen, was ich da noch machen kann. Aber das ist das letzte Mal, dass das Auto aus Prien von mir gehört hat. Und die eigenen Mitarbeiter dazu animieren, Kommentare unter meine Videos zu schreiben. Ne? Daniel Burkhardt. Mich als Loser bezeichnen, sei du erstmal 31 Jahre im Geschäft und hab einen Meisterbrief. Dann können wir über Loser sprechen. Ja. Geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven, dass diese Methoden immer noch funktionieren. Ne? Ja, ein bisschen Angst und Schrecken verbreiten, dann funktioniert alles. Ja, und die Kunden kommen weiter und lassen sich ausbeuten. Genau so funktioniert das hier. So, und jetzt werde ich das Auto verladen, bevor ich ganz explodiere. Wir fahren mal auf den Trailer. Ist immer sehr aufregend, da hochzufahren. Vor allen Dingen alleine. Mal eben gucken, wie das hier klappt. Ah, das sieht gut aus. Weil irgendwann ist der Trailer zu Ende. Und das wäre extrem uncool, wenn ich da drüber fahre. Mal eben gucken, wo ich bin. Nee, geht doch schon.
erstmal stehen bleiben. Muss ja genug Gewicht auf der Achse sein. Okay, ich schnalle den mal fest und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann werden wir auch sehen, warum wir hier Geländewagen fahren. Das ist nicht aus Spaß an der Freude und weil die so cool sind. Naja gut, okay, ein bisschen schief stehe ich drauf. Macht aber nicht viel. Das ist nicht aus Spaß an der Freude. Mit dem Hänger komme ich vorne nicht raus. Daher muss ich hinten raus. Und hinten raus bedeutet Marschboden. Naja, ihr werdet es gleich sehen. Bis gleich. Waschanlage angekommen. Hier darf man eine Motorwäsche machen. Grundsätzlich gut. Ist jetzt aber noch besetzt. Wie man hört, ich fange mal gleich an, die Türzargen ein bisschen sauber zu machen. Ja, immer wieder gefettet oder auch nicht. Total ausgehärtet. Naja, passiert halt im Laufe der Zeit. Und die Türfangbänder werden auch nicht besser, wenn die nicht gereinigt und neu gefettet werden. So. Schon mal schön einweichen lassen. Ja, unten im Kotflügel darf auch gerne mal ein bisschen was landen. Ja, hier auch. Von der Seite beim Viertürer natürlich sehr praktisch. Ja. Nächste Tür. Ja, Fangband auch furztrocken. Ja. Unterkante Tür, auch immer wichtig. Da sind Ablauflöcher. Tür Unterkanten rosten, macht das auch nicht wirklich Spaß. Alles schon mal vorbereiten. Bäh. Stimmt, hab ich jetzt hier vergessen. Schon mal einweichen lassen. Andere Seite. Wie gesagt, unten in den Kotflügel, den erreicht man von hier aus ganz gut. So. Türfangband. Unter der Tür. So. Das ist das eine. Jetzt holen wir uns eine Bürste. Und dann schrubben wir das mal ab. So, welches Produkt nimmt man am besten? Also ich nehme ganz normalen Felgenreiniger. Ziemlich aggressiv. Man kann auch speziellen Motorreiniger benutzen. Muss man aber nicht. Wie gesagt, normalerweise Elektrik etc. abdecken. Ich bin aber jetzt hier. Das Auto muss nicht fahren. Zu Deutsch, wenn mir die Kiste jetzt hier nicht mehr anspringt, ist das mein persönliches Problem.
Okay. Der steht auf dem Hänger. Den bringen wir nach Hause. Dann puste ich alles wieder trocken. Versiegelte das. Und also normalerweise bitte nicht auf die Elektrik sprühen. Lieber mit dem Lappen oder mit dem Pinsel. Ja, Motorhaube darf auch ein bisschen was abkriegen. Ja, der Kollege hier oben könnte mal neues Fett gebrauchen. Der bleibt auch gerne hängen. Ja, wie gesagt, wenn man es vernünftig machen will, wäre besser, wenn man zu einer Firma fährt, die das macht. Die hat auch gleich alles vorrätig, um die Kiste wieder zu starten im Anschluss. So. Auch immer ein ständiger Ärger, Motorhaubenverschluss. Da kann auch mal neues Fett drauf. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass du da erstmal das Fett rausholen musst, das 2000 Jahre drin ist. Ja, das lässt mal ein bisschen einwirken. Ja, unten das Getriebe kann auch gerne. Ja. Ja, so wird das was. Ja, und das ganze Öl, was hier aus der Ventildecke gelaufen ist, um das zu lösen. Ja, Klimakompressor, auch was abgekriegt. So, und warum steht der Wagen noch auf dem Hänger? Weil ich von unten auch absprühen muss, bevor ich mich auf den Boden lege. Jetzt komme ich an alles dran. Okay, das lasse ich jetzt ein bisschen einwirken und dann sprühen wir das ab. So, nicht mit Felgenreiniger, sondern mit einem anderen Reiniger habe ich jetzt die Fensterschächte und die Zierleisten gemacht. Wie gesagt, der Wagen stand ewig, hier ist auch schon Moos. Das kann gerne mal, wie man sieht, gereinigt werden. Auch hier die Zierleisten. Gerne mal durchputzen. Bleibt immer gerne sehr viel Dreck hinter. Die sind jetzt geklebt, nicht ganz so schlimm, aber die mit den Clipsen, das ist nicht witzig. So, andere Seite. So. Ja, jetzt können wir zumindest mal den Motor abdampfen. So, mal die Lampe anmachen. Die Türen sind von innen komplett gereinigt, wenn ihr seht. Ja, der Rest geht noch mit dem Lappen weg. Ja, ist ein bisschen Wasser drin gelandet, macht aber jetzt nicht viel aus. Ja. Die Zierleisten. Sehen gut aus. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr filmen, aber hier kam sofort einer angewackelt. Das ist aber verboten mit dem Motorwäsche. Jetzt sieht das wieder gut aus. Kein Öl mehr. Ja, und weil das hier so verboten ist mit der Motorwäsche, hat das Ding auch ein Waschprogramm für Motorreinigen. Ne? Manche Leute, ne? Unglaublich.
So, jetzt sehen wir hier ein bisschen besser von der Beschädigung, also ein bisschen mehr. Auch das machen wir weg, ohne Schweißen. Ja, Türen sehen wieder gut aus. Wie man hier sieht, von da kann man aus arbeiten. Unten drunter. Ja, sieht gut aus. Ja, wie gesagt, der Wagen wird sowieso noch weiter aufbereitet, deswegen wäre jetzt eine Lackversiegelung etc. totaler Schwachsinn. Auf jeden Fall sind die Türen rostfrei. Wir haben also Glück gehabt. Ja. Also wie gesagt, von da aus wird weitergearbeitet. Mit der Aufbereitung natürlich. Klar ist das jetzt nass geworden, aber wie gesagt, wird eh weitergemacht. Also von da aus macht das nichts aus. So empfindlich ist ein Auto nicht. Soll man nicht glauben, ist aber so. Ja, okay. Damit hätten wir das. Ab, zurück nach Hause. Ja, noch ein kleiner Nachtrag für die ganzen Experten, die immer meinen, der Wagen springt danach nicht an. Wenn alles in Ordnung ist, wenn Zündspulen nicht rissig sind oder sowas in der Richtung, springt das Auto danach auch wieder an. Verteileranlagen, ganz andere Geschichte, ne? Aber diese Dinger hier springen eigentlich immer an. Alles ganz gut abgedichtet. Ja, so kann man weiterarbeiten. Und man sieht auch in Zukunft, wenn Defekte auftreten, Undichtigkeiten. Wie gesagt, auch das wird jetzt noch, und da kommt auch ein Finish drüber. Ja. Gut. Mal gleich mal gucken, wie wir den Wagen, wenn wir schon draußen abladen, wenn wir jetzt nochmal durch den Matsch fahren, dann erkennen wir den nicht mehr wieder. Okay. So viel von hier. So, da ist der Wagen sauber und gleich wieder dreckig, weil es anfing zu regnen. Irgendwas ist ja immer. Man beachte diesen unglaublich schönen Motorlauf. Sagenhaft, nicht wahr? Was ein bisschen die Inspektion so ausmacht. Der Auspuff entledigt sich auch seines ganzen Kondenswassers mal langsam. Ich habe das mal. Ich habe ihn durchgehend laufen lassen auf dem Trailer. So ein Auspuff stirbt ja in erster Linie an Kurzstrecken, wenn das Kondenswasser nicht rauskommt. Ja. Abgeladen ist er auch. So, als nächstes gibt es morgen Heckklappe. Nächste Woche kommt auch alles für die Reparatur von den Stellen hier. Heckklappe mache ich heute nicht mehr, weil Regen. Dann steht zumindest der Schlachtwagen eine ganze Zeit lang ohne Heckklappe rum. Auch das hier wird nach der Reparatur nicht mehr zu sehen sein. Und es wird nicht weiter rosten, das ist noch wesentlich wichtiger. Tarnen kann jeder. Hatte ich schon mal darauf hingewiesen, dass dieser Motor unglaublich schön läuft. Sagenhaft, oder? Ich sag ja, der ist für die nächsten 10 Jahre auf jeden Fall noch ein schönes Auto. Wenn man drauf achtet. Ja. So ist das. Ich würde sagen, ich verabschiede mich aus der Einöde. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und nicht so einen harten Aufschlag auf den Montag. Ne? Ist ja immer blöd, so ein Montag. Alles klar. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.